Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Sendung hier auf Menschenfischen. Heute begrüßt euch nicht Michael, sondern ich bin seine Ehefrau, ich bin die Chiara. Und ich sitze hier heute vor der Kamera, weil ich euch gern was vorstellen wollte. Und zwar geht es um dieses Gebetsbuch. Das ist eine Gebetsinitiative, Mütter beten für ihre Kinder, heißt das Heftchen. Und da geht es darum, dass wir Mütter uns versammeln zum gemeinsamen Gebet. Genau, eingeladen zum Beten sind alle Mütter, alle Großmütter und auch geistige Mütter. Und ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, dass die Elternschaft was ganz, ganz Wunderbares ist, mit sehr viel Freuden verbunden, aber eben auch mit sehr viel Sorgen verbunden oft. Und das ist das Schöne an unserem christlichen Glauben, dass wir diese Probleme nicht mit uns selbst ausmachen müssen. Wir dürfen alles in Gottes Hände legen und jedes einzelne Kind dürfen wir in Gottes Hände legen. Und das sollten wir auch unbedingt tun. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das dürfen wir beim Wort nehmen. Deswegen ist es halt so wichtig, dass wir uns auch zum gemeinsamen Gebet treffen. Ich habe diese Gebetsgruppen habe ich kennengelernt bei meiner Schwiegermama, die auch so eine hat mit ein paar Freundinnen. Und die treffen sich dann auch regelmäßig und beten zusammen. Und da habe ich gedacht, wow, ich muss auch so eine Gruppe gründen. Damals kannte ich hier halt noch nicht viele Leute. Ich bin neu hierher gezogen nach unserer Hochzeit. Habe mir aber einfach diese Heftchen bestellt und dachte mir, Gott, du wirst es schon regeln. Wenn du möchtest, dass ich diese Gruppe gründe, dann wirst du mir auch Mitbeterinnen schicken. Und jetzt sind wir schon zu neunt. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns immer schaffen, zu neun zu treffen. Das haben wir noch nie geschafft. Aber es reichen ja auch schon zwei oder drei, die dann Zeit haben. Oft treffen wir uns auch über Zoom, weil es gerade anders nicht geht. Wir haben halt alle kleine Kinder und ja, ihr wisst, wie der Alltag da manchmal ist. Und trotzdem versuchen wir immer dran zu bleiben. Einmal natürlich, um gemeinsam zu beten für unsere Kinder, aber auch schöpft man total viel aus der Gemeinschaft. Wir christlichen Eltern, wir haben ja meistens alle dieselben Sorgen oder ähnliche Sorgen. Wie kriege ich meine Kinder in dieser wunderbar, aber verrückten Welt großgezogen, ohne dass der Zeitgeist sie raubt, ohne dass diese ganzen negativen Einflüsse unsere Kinder verderben, die von außen an sie heranprasseln. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir uns gegenseitig stärken, Ratschläge geben, dass unsere Kinder sich auch gegenseitig haben und auch Freunde dann haben, die im Glauben sind oder wo die Familien eben auch christliche Werte vertreten. Und deswegen hoffe ich, dass ich vielleicht das Interesse des einen oder anderen geweckt habe, sich vielleicht der ein oder andere dieses Heftchen oder diese Hefte bestellen wird und es noch mehr Gebetsgruppen geben wird, noch mehr Gebete für unsere Kinder in den Himmel hinaufgehen und sich der Heilsplan, den Gott für unsere Kinder hat, für jedes Einzelne erfüllen wird. Und somit beende ich diese Sendung und danke euch fürs Zuhören und sage Tschüss.